Ja, zunächst einmal Riesendank an den Frankfurter Arbeitskreis Kritische Theorie, der diese wirklich schöne Reihe ins Leben gerufen hat. Wir fühlen uns sehr geehrt, Teil dieser Reihe zu sein. Wir sind gefragt worden, was zu Digitalisierung und Corona zu machen. Und vielleicht erstmal vorab, also zweifelsohne befeuert Corona die Digitalisierung. Homeoffice, Volldigitalisierung der Lehre, gestreamte Konferenzen, also Corona scheint das möglich zu machen, was lange als unmöglich galt. Wohin das führen wird und wie weitreichend diese Transformationen sind, das wissen wir noch nicht. Da bedarf es tiefergehender empirischer Studien. Das wollen wir hier auch gar nicht beantworten. Wir greifen stattdessen drei Einstiegspunkte heraus, von denen wir denken, dass sie eben wesentlich sind und dass sie auch in den Debatten immer wieder auftauchen, seien es die Debatten der kritischen Kritiker im linkstheoretischen Kunstfeld, im Feuilleton oder in den sozialen Medien, sei es in den Debatten der Befürworter der digitalen Transformation durch Corona, also gemeinhin das, was als Technowissenschaften bezeichnet wird. Und diese drei Einstiegspunkte sind eben erstens die problematische Dichotomie von physisch-analoger Welt und digitaler Welt, dann pandemische Bildproduktion, Bilder der Sorge und sorgende Bilder. Das heißt, wir befassen uns mit digitalen Bildern, mit der Rolle von digitalen Bildern, weil wir denken, dass die doch sehr wesentlich sind innerhalb der Krise und im Umgang mit der Krise. Und ich werde dann noch was zur Contact Tracing App machen und zur damit verbundenen Frage von Digitalisierung und Sorge. Und jetzt gebe ich erstmal an Ayosha ab. Vielen Dank für die einführenden Worte von Ute Kalender. Ich möchte mich mal auf zwei Aspekte konzentrieren und hatte die Möglichkeit natürlich jetzt schon durch die Vielzahl von Texten einige interessante Beiträge auch zu reflektieren, um dieses Verhältnis von Digitalisierung und Corona ein wenig zu begreifen. Auch wenn es so viel Wissen über unser Nichtwissen noch nie gegeben haben sollte, so Jürgen Habermas, produziert jede Krise mitunter zugespitzte, wilde Metathesen. So auch der Regisseur und Drehbuchautor Paul Schrader in der Covid-19-Epidemie, der das Verhältnis von Digitalisierung und Corona nachhaltig erfassen möchte. Ich zitiere: Was wir jetzt vor uns haben, ist eine Neukonfiguration dessen, wie wir audiovisuelle Unterhaltung wahrnehmen. Und ich glaube nicht, dass wir jemals wieder dahin zurückkehren werden, wo wir vor 6 Monaten waren. Ich habe eine ganz eigene Theorie darüber, wie man eine neue Filmgemeinschaft mit virtuellen Filmfestivals, virtuellen Kritikern, Zoom-Gemeinschaften, virtuellen roten Teppichen schafft und einfach die Tatsache akzeptiert, dass der Film fast tot ist, vielleicht für immer. Zitat Ende. Das ist sicherlich nicht unproblematisch, was Schrader dort behauptet. Wie oft wurde schon der Tod des Kinos behauptet? Und doch besteht das Hauptmerkmal der aktuellen Krise darin, so denke ich, eine Neubewertung des Digitalen vorzunehmen. Wenn diese Pandemie, wie Latour andeutet, ein Testfall für kommende Katastrophen sein wird, etwa für die Klimakatastrophe, dann sehen wir zugleich, dass sich der Status des Digitalen nunmehr drastisch verändert. In dieser Testphase sind die sozialen Prozesse viel stärker als sonst an das digitale Leben geknüpft. Das Kommunovirus, so die Definition von Jean-Luc Nancy, verbindet uns in aller Unterschiedlichkeit seines Wirkens in unserer Verwundbarkeit. Das hat Katharina Hoppe in dieser Reihe sehr interessant weitergeführt. Das Kommunovirus, so möchte ich behaupten, verbindet uns vor allem mit Ängsten und auch Sorgen, zugleich auch mit sehr alten. Damit meine ich Ängste, die mit einem überwunden geglaubten dichotomischen Modell operieren. Die entsinnlichte, entwirklichte, entmaterialisierte Welt des Digitalen versus der physischen, wirklichen, politischen und ästhetischen Erfahrungswelt. So schreibt die Künstlerin und Autorin Annette Weiser auf dem Online-Portal Texte zur Kunst, ich zitiere: Wovor ich ebenfalls Angst habe, dass sich zu viele von uns zu bereitwillig in der Selbstisolation einrichten. Der schleichende Verlust von physischer Interaktion, Netflix statt Kinobesuch, Okay Cupid statt Kneipenabend, Amazon statt Einzelhandel, der sowieso schon unseren Alltag überformt, wird durch die geltenden Kontaktsperren verschärft und sanktioniert. Zitat Ende.
das antizipierte Sterben der Nähe, der Verlust der menschlichen Interaktion, das sind wichtige Parameter einer kritischen Theorie. Doch oftmals ist die Vorstellung des Sinnlichen und des Sozialen ganz stark an das analoge Leben gebunden. So sei, führt etwa Hartmut Rosa in einem Interview des Philosophie-Magazins aus, die Covid-19-Epidemie eine Entschleunigung, allerdings ohne Resonanzerfahrung. Die Resonanzerfahrung ist nach Rosa an die ontologische Wirklichkeit gebunden, zum Beispiel Türklinken, genauso wie Flirken. Denn in Resonanz zu sein, heißt nach Rosa, eine wechselseitige Beziehung mit der Welt und den anderen zu haben. Meeting your neighbors or your flowers. Was wir aber sehen, diese Pandemie bildet weltumspannende visuelle digitale Resonanzräume, die nicht unmittelbar an die physische Erfahrungswelt eines Subjekts angeschlossen sind. Das fast idealistisch anmutende Credo einer Entschleunigung mit ganz viel physischer Resonanzerfahrung ist dahingehend nicht unproblematisch. Hier wie dort schimmert zwischen den Zeilen eine Vielzahl prägnanter, oftmals revidierter Begriffe des kritischen Theorieuniversums auf. Entfremdung, Kälte, Isolation. Diese Verlustgeschichte, so meine ich, ist auch in Corona-Zeiten weiterhin symptomatisch für die Diskussion um Digitalität. Es geht mir hier also um keinen Technologiepositivismus, nicht um ein digitale Geschichte wird nun in Zeiten der Pandemie endgültig gemacht, sondern um sich sehr zart anbahnende, immer manifester werdende Transformation des Verhältnisses von Digitalität und Leben, die wir durchaus mit Paul Preciado als politische Techno-Ökologie zu verstehen haben. Die techno-optimistischen Xenofeministinnen um Helen Heester haben ihr Manifest als Lob der Entfremdung tituliert, um gerade der Sorge des Verlusts einer natürlichen Ordnung des Menschen, ja des Spiels mit dem allzu Menschlichen, einer Definition des Sozialen, das allein unter Menschen existiert, entgegenzutreten. Nicht Digitalisierung bereitet also Sorge, sondern, so denke ich, die Verfasstheit einer auf Ungleichheit basierenden Welt. Genau das wird in der Corona-Krise sichtbar. Ich komme zu dem zweiten Aspekt, der mir interessant erscheint. Ich möchte in aller Bescheidenheit über die pandemische digitale Bildproduktion sprechen. Was ist der Status der digitalen Bilder in der Pandemie? Es sind keine 9-11-Bilder, keine ISIS-Bilder und auch keine pandemischen Katastrophenbilder Hollywoods, die uns, wie Kluge das hinsichtlich der ISIS-Bilder sagte, die Wirklichkeit abgraben. Es dominieren meines Erachtens vielmehr zwei Bildtypen, Bilder der Sorge und sorgende Bilder. Derrida sprach von der spektralen Macht des Digitalen, um zugleich der Verschränkung von digitalen und analogen Wirklichkeiten zu verdeutlichen. Aber ordnen wir diese Bilderwelt der Pandemie ein wenig in ihrer Präsenz und Intensität. Zunächst sehen wir überall auftauchende digitale Bilder, Menschen derer Städte, die eine Gespenstigkeit andeuten. Darüber hinaus Bilder des vermeintlichen Wiederanzugs der Natur. Krokodile, Delfine, nie gesehene Quallen in der Lagune Venedigs, auch als ironische Brechung und Fake-Bild. Dann blitzen wiederum prägnante Bilder des Shutdowns der globalen Ökonomie auf, die verdeutlichen, das Virus samt seiner digitalen Bildproduktion ist in der ersten Welle der Epidemie noch agiler als die Kapital- und Warenströme. Ein eindringliches Bild der letzten Tage: Öltanker, die in einer Warteschleife vor der Küste Kapstadts geparkt werden und damit endgültig eine alte Ökonomie darstellen. Sie brauchen 30, 40 Tage, wie wir wissen, um Rotterdam zu erreichen. In dieser Zeit kann das Virus sich viel schneller ausbreiten, weltumspannt und radikal dezentral. Gleiches gilt für das digitale Bild. Ein kurzer Definitionsversuch in Anlehnung an Karl Sireks Buch Abi Warburg als Medientheoretiker, der die delusianische Perspektive in sich trägt, dass digitale Bilder nie immobilisiert, nie individualisiert und nie individuell erscheinen, sondern sich in prozesshafter Transformation befinden. Sirek definiert digitale Bilder daher als flüssige Bilder. Das digitale Bild sei ein, ich zitiere, Bildtyp im Prozess des Werdens, der nirgendwo Festigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Das digitale Bild schwingt, vibriert, oszilliert und moduliert. Zitat Ende. Ohne Umschweife möchte ich bei den dominierenden Bildern der Pandemie einen Bildtypus in all seiner Verflüssigung besonders hervorheben. Die erste Welle der Pandemie steht ganz im Zeichen sogenannter Sorgebilder. Sorgebilder, also Bilder der Sorge, sind auffordernd appellativ. Diese Bilder der Sorge
sind in ihrem Bildsujet überdeutlich. Pflegekräfte, Krankenschwestern mit Maske, Menschen, die in medizinisch-technischen Apparaturen eingebettet sind. Es sind Bilder, die stärker als jede politische Rhetorik sind und damit als digitale Bilder auch quasi Akteure des Politischen geworden sind. Die Bilder der Sorge, die präventiv sein können, etwa die viel zitierten Bilder von Militär-LKWs mit Leichen in Norditalien, die laut einiger Virologen effektiver waren als staatlich-politische Richtlinien, sind produktive Bilder im Modus der Potentialität. Allerdings diese produktive Macht der Bilder verbraucht sich auch recht schnell. Daher ist es interessant, so denke ich, einen damit eng verbundenen Bildtypus zu markieren, den ich als sorgende Bilder bezeichnen möchte. Im Unterschied zu Bildern der Sorge sorgen sich diese sorgenden Bilder stellvertretend für uns. Sie bilden als Caring Images allein diffuse Angebote der Sorgearbeit, auch anderer neuer Ethiken und Solidaritätsbekundungen. Diese sorgenden Bilder referieren allerdings primär auf sich selbst, sorgen sich damit um sich als sorgende Bildkulisse in einem sorgenden Zeitraum der Pandemie, weil sie in ihrer viralen Ausbreitung als unendliche Bilderkette unersättlich sind, unstoppable. Der Status der sorgenden Bilder ist somit unbestimmt, denn nicht jedes Bild löst etwas aus, zielt auf ein Furcht und Zittern. Es bilden sich allein Serien, Ketten von Bildern mit ähnlichen Bildmotiven und Bildsujets, die zu den bilderwertlichen Arrangements des epidemischen Lebens geworden sind. Sind es tatsächlich Bilder, die auf ein Rette-sich-wer-kann zielen? Das behaupten medial einige Psychologen, um die Sorge um sich an das Diktat eines Bilderverzichts und des Digital Detox zu binden. Warum aber müssen wir uns vor diesen Bildern schützen, wenn wir uns kaum vor dem Virus schützen können? Wichtiger wäre es, diese Bilder anzuerkennen, in ihrer Unbestimmtheit und in ihrem Umgebensein so zu akzeptieren, als wären sie Teil eines technoökologischen Lebens. Mit diesem Verständnis ließen sich die sorgenden Bilder als Bilder verstehen, die untereinander kommunizieren und weniger mit Menschen. Es geht darum, diese selbstreferenziellen Bilder nicht zu dämonisieren, ihren mangelnden Affektgehalt zu kritisieren, denn sie sind in sich anders sozial. Diese sorgenden Bilder sollten wir daher durchleben und durcharbeiten. Und nun gebe ich an Ute Kalender weiter. Genau, und ich sage jetzt noch mal was zur Contact Tracing App. Und zwar ist das eine spezifische Variante der Contact Tracing App, die es so noch nicht gibt, die aber gerade von Jens Spahn im Fraunhofer Institut angedacht wird und auch parallel von Google und Apple entwickelt werden soll. Und die App, also die Anwendung, soll auf Smartphone gespielt werden, nachdem die Nutzenden ihre Bluetooth-Funktion angeschaltet haben. Dann erzeugt diese App alle paar Minuten eine ID-Identifikation, ein Datendoppel und sendet dieses Datendoppel aus. Und wenn jetzt zwei Smartphones länger als 15 Minuten und weniger als 2 Meter voneinander entfernt waren, wird die Identifikation auf dem Telefon abgespeichert. Und derjenigen, der das Gerät gehört, erhält eben eine Mitteilung, dass sie sich in einer Risikosituation befunden hat. Und idealerweise geht die Inhaberin in Selbstisolation, lässt sich testen und auf diese Weise sollen eben die Infektionsketten festgestellt und unterbrochen werden. Und das Versprechen ist eben, auf diese Art und Weise der Pandemie effektiv Einhalt zu gebieten. Die Pandemie hat jetzt, wie der Kulturwissenschaftler Josef Vogel hervorgehoben hat, Deutungsnot und Deutungsnötigung hervorgerufen, ein Interpretationsvakuum, das eben momentan und ja also oder in den letzten Wochen mit vielfältigsten Diskursen gefüllt wurde und gefüllt wird. Und mein Eindruck ist, dass wenn das Stichwort Digitalisierung fällt, viele eben reflexhaft auf die Corona-App zu sprechen kommen und die Anwendung im digitalen Diskurs zu Corona eine prominente Stellung einnimmt, dass sie eben für kritische Kritiker als auch für
Befürworter als ein technogenes Faszinosum funktioniert. Dieser Begriff technogenes Faszinosum geht auf Petra Gehring zurück, eine Philosophin, und die hat sehr viel zu Stammzellen geschrieben und die hat diesen Begriff für die Stammzelle entwickelt, oder also genauer für den Embryo. Und ich finde aber auch, dass dieser Begriff technogenes Faszinosum für diese Contact Tracing App sehr gut funktioniert. Warum? Den Befürwortern gilt die Anwendung als wirksames Mittel gegen Corona. Die wird euphemistisch deswegen auch als Stop-Corona-App bezeichnet. Euphemistisch, also verschönernd, weil sie als einfache technische Lösung für ein komplexes Problem erscheint. Ein komplexes Problem ist Corona, weil wir noch immer nicht wirklich wissen, wie genau es sich überträgt, wie die Pandemie wirklich einzudämmen ist, wie lange sie dauern wird, was sich langfristig ändern wird. Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Krisen, Versorgungskrisen, Beziehungskatastrophen, all das könnte sich noch verschärfen. Die Lösung für dieses komplexe Problem scheint eben nur eine App entfernt. Zudem funktioniert die App als ein technogenes Faszinosum, weil sie wie andere Körper-Apps im Kern eine Visualisierungstechnologie ist, wie Stefanie Duttweiler in einem sehr schönen Band zu Apps, zu Körpermessanwendungen entwickelt hat. Die App verspricht, das sichtbar zu machen, also hier wieder Visualisierung und anschließbar an Ayosha, was zuvor unsichtbar war, was uns unbewusst war. Das infizierende, krankmachende, mithin tödliche Virus in meinem und in deinem Körper. Und nicht nur das, die App verspricht, dieses Risiko handhabbar und kontrollierbar zu machen, indem die App eben individuell, präzise, ja granular Kontakte nachzeichnet. Und sie liefert eben auch, und das, also deswegen denke ich, ist sie auch ein technogenes Faszinosum, oder ich glaube auch, dass daraus diese Identifizierung von Digitalisierung, Corona und Contact Tracing App resultiert. Sie liefert eben konkrete Verhaltensvorgaben oder besser Unterlassungsaufforderungen des physischen Kontaktes und will auf diese Weise möglichst schnell und effektiv die Verbreitung des Virus unterbinden. Umgekehrt, auch für die kritischen Kritiker, ist die Corona-App ein technogenes Faszinosum. Auch sie denken die Welt von den Maschinen aus oder in Maschinen. Allerdings macht für sie die App nicht das Virus sichtbar, sondern etwas anderes, die Machtverhältnisse, die uns umgeben. Den Kritikern gilt die App als dingliche Manifestation einer Kontrollgesellschaft. Der Begriff Kontrollgesellschaft geht eben auf den französischen Philosophen Gilles Deleuze zurück, der den Begriff der Foucault'schen Biomacht als veraltet ansah oder eben als nicht mehr anwendbar auf alle Bereiche der Gesellschaft. Und ich kürze das jetzt ein bisschen. Ich würde jetzt nochmal sehr fein herleiten, was Kontrollgesellschaft heißt und warum Kontrollgesellschaft eben viel besser für unsere digitalisierten, zu digitalisierenden, also jetzt im Imperativ, Gesellschaften passt. Anyway, also es sind auf jeden Fall Kontrollgesellschaften, sind gesellschaftlichen Gesellschaften der freiwilligen digitalen Selbstkontrolle, und sie grenzen sich eben immer ab zu illiberalen digitalen Überwachungsgesellschaften wie China. Das kann man sehr schön bei Markus Lanz sehen, das kann man in den Feuilletons sehen, das kann man in den unbedingt notwendigen Datenethik-Diskursen sehen. Und deswegen entsteht eben in Deutschland auch ein kritischer Diskurs über die App. Und diesen Diskurs führen dann nicht nur entlegene Hacker-Kollektive, sondern auch Parteien, Politiker, Ethikkommissionen, Wissenschaftler, Markus Lanz. Und die Datensammlung soll dann eben verschlüsselt werden, was ich auch total gut finde. Und die Möglichkeit längerfristiger stigmatisierender Scharlatanerie und Datenmissbrauch soll eben verhindert werden. Und ich denke, dass so kritisch sich die Position der kritischen Kritiker auf den ersten Blick gegen die der Technokraten zu wenden scheinen, so ähnlich sind sie sich doch.
Die erste Position überhöht die App in der Bekämpfung des unsichtbaren Virus. Die zweite Position überhöht die App in ihrer kontrollgesellschaftlichen Funktion. Und ich denke, auf diese Weise entbetten und dekontextualisieren beide Positionen die App. Beide Positionen nehmen diese App eben als dinglich singulär wahr und entledigen sie so ihrer Beziehung. Und ich denke, die App kann, so sie denn überhaupt entwickelt wird, nur ein winziger Teil der Lösung, der Eindämmung der Pandemie sein. Ebenso wie sie nur ein Bruchteil der komplexen Machtbeziehung in einer digitalen, vergeschlechtlichten und rassifizierten Welt verkörpert. Und deswegen möchte ich jetzt abschließend noch auf feministische Care-Ansätze zu sprechen kommen, sowie auf postkoloniale Science und Technology Studies und Fragen aufwerfen. Also erstens könnte die App nur funktionieren, wenn die Corona-Krise weiterhin als eine Krise der Versorgung eingestuft ist. Und da gehe ich jetzt nicht weiter rein. Das hat Mike Laufenberg sehr schön entwickelt. Das haben aber auch andere feministische Sorgetheoretikerinnen wie Käthe von Bose. Da gibt es gerade einen sehr schönen Eintrag auf dem ZDG Gender Blog, aber auch Paula Irene Willer, Christine Bauert, ganz toller ökofeministischer Text, Sabine Hart, aber auch besonnene Technokratinnen wie Angela Merkel haben das eben unterstrichen oder theoretisch entwickelt. Angela Merkel jetzt vielleicht nicht, dass Sorgearbeiten mit die wesentlichsten, wichtigsten Arbeiten sind, um die Corona-Krise zu bewältigen. Zweitens zeigen feministische postkoloniale Science und Technology Studies wie Banu Subramanian in enger Konversation mit sozialen Bewegungen seit den 1960er Jahren, dass Daten, Körpermaterialien und Wissen sogenannter vulnerabler Gruppen zwar wesentliche Basis für Gesundheitsforschung und Technowissenschaften bilden, die Ergebnisse, Erkenntnisse und Anwendungen historisch aber oft nicht zu ihnen zurückzirkulieren, sondern bereits privilegierten Teilen der Bevölkerung zugutekommen. Was resultiert daraus für die App-Problematik? Waren es zunächst Akteurinnen aus sozialen Hackerbewegungen, die sich für die Entwicklung einer solchen App aussprachen, erscheinen mittlerweile fast nur noch die Tech-Giganten Apple und Google, die sich das digitale Seuchengeschäft, Josef Vogel zitiere ich, nicht entgehen lassen wollen. Werden also die gesammelten Daten der vielen wirklich wieder komplett gelöscht? Werden die Gewinne an diskriminierte und von der Digitalisierung ausgeschlossene Gruppen zurückgespielt? Oder werden nicht jene Akteure, die davon leben, Werbung online und personalisiert zu verkaufen, davon profitieren? Und wenn, wie Jule Goffin in der Zeit hervorgehoben hat, die meisten Krisen zu einer Umverteilung von unten nach oben geführt hat, dann bezweifle ich, dass die Daten der Unterklasse zugutekommen wird. Und auch wenn die AfD momentan geschwächt zu sein scheint, die Datensammlung so vieler Menschen, auch unter noch so guten datenschutzrechtlichen Bedingungen, kann in Zukunft für sehr niederträchtige Zwecke genutzt werden. Und mit diesen zwei Fragen, also ich hätte jetzt noch 60 andere Punkte, noch weitere Fragen, und ich hätte jetzt auch noch mal, wie Ayosha das gemacht hat, an queerfeministische Diskurse angeschlossen oder eben auch nochmal an Transgender-Studien zur Digitalisierung und an Disability Studies zur Digitalisierung. Das mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt keine Zeit mehr hatte, aber ich glaube, das ist so, wir haben so ein bisschen jetzt so ein Feld entfaltet, wie Digitalisierung und auch Apps und die Anwendungen und die Dichotomien einzuschätzen sind. Genau, und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir Teil der dieser Reihe sind und ja, bleibt gesund, will ich nicht sagen, aber see you.